Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Das Schwarze Auge Satinavs Ketten. In der letzten Folge ist mir eingefallen, dass wir das Zauberwort noch gar nicht kennen. Deswegen sollten wir vielleicht mal in Bücherregal oder so nachschlagen. Vielleicht finden wir da irgendwelche Anhaltspunkte. Und soviel ich weiß, ist das ja, haben wir das Buch schon mal unter Ars Magica gesehen. Mit dem Namen Seelenwanderung. Das müsste hier sein, genau. Hier steht etwas über Seelenwanderung. Von finsteren Druiden wird gemunkelt, dass sie ihr Seel mit einem Tier zu tauschen vermöchten oder einem anderen Menschen gar. Da wandeln sie dann von Seel zu Seel und leben sogar viele Jahre. So lang, als bis ihr eigen Seel zum Namenlosen fährt. Auch manchem Feenvolk sagt man nach, dass sie solch Zauber sprechen. Nur tun sie's rein zum Spaße und treiben miteinander so ein lustig Spiel. Ach so. Ja, vielleicht können wir ja irgendwie noch herausfinden, wie dieses Zauberwort funktioniert. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Ja, immer noch das Zauberwort eigentlich. Wisst ihr, wie ein Seelentausch möglich ist? Eine schwierige Frage. Zwischen Himmel und Welt verborgen? Bitte, Giacomo. Erklärt es mir so einfach wie möglich. Tja, also gut. Jedes Wesen besitzt neben seinem körperlichen Leib auch ein magisches Geflecht, den Astralleib. Darin, tief verborgen, mit Macht... Okay, das hatten also wir der Seher, das steht... Vielleicht... Was sagst du? Ach. Wir können nochmal über den Fokus reden. Was genau kann... Es bedarf einer Echthaare, das richtet die Ingredienz... Nein. Vielleicht Artefakt als Köder nochmal? Noch ist der Seher im Rabenkörper gefangen. Wie hat Gwynling immer gesagt? Oh Mann. Warte, das ist... Wieso? Wenn der Seher... Oder wir spielen im... Wem erzählt ihr? Aber wir sind keine Sklaven. Nein, hatten wir alle schon. Wegen etwas... Bin gleich zurück. Okay. Vielleicht sollten wir das Buch nochmal lesen. Vielleicht geht's noch ein Stück weiter. Können nochmal über Seelenwanderung lesen und ansonsten dann nochmal über das Artefakt. Hier steht etwas über Seelenwanderung. Von finsteren Druiden wird gemunkelt, dass sie ihr Seel mit einem Tier zu tauschen. Da wandeln sie so lang auch mal nur... Hatten wir alle schon. Hier steht... Von da so auch nur... Ändert nichts an der Tatsache. Wir könnten nochmal über das Artefakt nachlesen. Die Aufzeichnungen dazu liegen alle beim Feenforscher. Okay. Und über den Feenzauber. Ah, sieh an. Um dich vorm Zauber der Feen zu schützen, male ein Schweinsköpflein an deine Tür. Hätte ich das nur früher gewusst. Alles klar. Ja, dann könnten wir uns einfach nochmal mit ihm unterhalten. Wir müssen reden. Nein. Bin gleich zurück. Gut, dann... Ich weiß nicht weiter. Vielleicht kann der Magier uns ja noch etwas sagen. Wenn wer überhaupt was sagt. Eus causa disc... Eus Eus! Eus! Nein. Willst du das mal sehen? Eus causa... Nein. Wir brauchen immer noch irgendwie das Zauberwort. Sollen wir es ihm nochmal geben? Hesinde sei mir gnädig. Es scheint wirklich die Seele von zwei Lebewesen zu tauschen. Wichtig ist ein Fokus. Das Artefakt muss mit einem Körperelement der Zielperson versehen werden. Wir müssen reden. Das muss doch... Was wisst ihr? Was genau interessiert... Es muss doch da irgendwas... Ah, da steht's ja. Zauberwort. Ha. Wäre es möglich, das Zauberwort des Reifes zu ändern? Du meinst den Auslöser? Wieso fragst du? Wir könnten den Reif für den Seher unbrauchbar machen und ihn als Köder benutzen. Interessanter Gedanke. Die Analyseschriften der Magier sagen, dass das möglich wäre. Das ursprüngliche Zauberwort muss rückwärts aufgesagt werden, sofort gefolgt vom neuen Wort, das es zu applizieren gilt. Hatten die Magier damit bereits Erfolg? Leider nein. Das Zauberwort des Seers blieb ihnen verborgen.
Corvus? In meinem Traum hatte der Seher ein Wort gemurmelt, als er seine Seele tauschte. Versuche dich daran zu erinnern. Es lautete Corvus. Formidabel. Dann können wir den Reif mit einem eigenen Zauberwort präparieren. Ja, was hat er denn für einen Vorschlag? Welches Zauberwort sollen wir nehmen? Es sollte nicht zu persönlich sein, sonst wird der Seher es durchschauen. Es darf nicht zu kompliziert sein, damit wir es selbst nicht vergessen. Am besten etwas, das leicht von den Lippen geht, aber der Seher nicht von dir erwartet. Wie wäre es mit Satinaf? Eine sehr gute Wahl. Satinaf soll es sein. Ja. Bin gleich zurück. Dann sprech doch mal mit dem Ding. Mit diesem Artefakt ist der Seher also den Flammen entkommen. Und jetzt ist sein Geist im Körper des Raben. Wir haben es aber immer noch nicht aufgesagt. Wir müssen reden. Würde der es jetzt mal machen? Achso, hier, Aufbruch. Ha. Ich bin bereit, zur Rabenspitze zu ziehen und Nori zu befreien. Den Raben ködere ich mit dem Artefakt, das er so begehrt. Dann töte ich ihn und fliehe mit Nori. Ich weiß nicht, Geron. Sicher, ohne das neue Zauberwort ist es für ihn nutzlos, aber wie willst du ihm eine Falle stellen? Er ist ein Rabe. Ich bin Vogelfänger. Ich lasse mir schon etwas einfallen. Dein Selbstvertrauen möchte ich haben. Dann heißt es wohl, Abschied nehmen. Mögen die Sterne der Welten und alles Feenglück mit dir sein. Lebt wohl. Leb wohl. Und halte dich von den Saiten der Harfe fern. Sie zu berühren zersprengt den menschlichen Geist. Danke für eure Hilfe, Giacomo. Ja, jetzt geht's auf zur Rabenspitze. Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es. Auch ihre eigenen. Doch Gerons Zeit war beinahe verronnen. Schicksal, Vorsehung, Untergang. All das kümmerte ihn jetzt nicht mehr. Das Ende seiner Reise lag vor ihm. Ich verhalte mich besser ruhig. Wir sind also jetzt an der Rabenspitze angekommen und da haben wir schon wieder unsere Freunde. Ja, wir hätten hier ein Katapult. Warum wird diese Schlacht in keiner Sage erwähnt? Können wir das benutzen, wenn die da stehen? Wahrscheinlich nicht. Ich verhalte mich besser ruhig. Ich locke sie auf den See und dann bringe ich das Eis zum Bersten. Irgendwie. Du hättest hier Opfertiere. Dir wird niemand mehr opfern, Seher. Immer noch. Ein gepfählter Ritter. Dir wird niemand mehr opfern, Seher. Ich verhalte mich besser ruhig. Eine Rabenstatue. Die Statue besteht aus Eis. Die Kreaturen müssen sie mit ihrer Magie geformt haben. Okay. Ja, wir können ja dann eigentlich nur hier hoch. Irgendwann mal. Danke. Was liegt denn da? Ein Pferdekadaver. Das ist das Pferd eines Ritters. Der Vorderlauf ist mit der Andergaster Eiche gebrandmarkt. Boah. Lange kann es noch nicht tot sein. Das sieht aber so aus. Pfui, Teufel. Ja, was hätten wir denn hier? Eine Mechanik. Geschosse. Lange haben die Belagerer nicht durchgehalten. Oder die Belagerten. Packen wir mal ein paar ein. Gut. Dann hätten wir hier eine Mechanik. Mal sehen. Die Mechanik funktioniert noch, aber sie ist vereist. Und der Bolzenhebel zum Einrasten wurde abmontiert. Sie ist vereist. Können wir anzünden? Gibi, endlich mal was zum Anzünden. Sehr gut. Das Eis löst sich. Jetzt sollte es gehen. Wir durften endlich mal was anzünden. Yippie. Vielleicht können wir da das Ding rum. Nicht sehr schlau. Nee, ist es auch nicht. Das kann ich nicht zerstückeln. Da war doch irgendwo was, was wir reinstecken sollten. Ohne einen Bolzenhebel, der das Zahnrad einrastet, kann ich hier lange drehen. Einen Bolzenhebel. Wir
brauchen einen Bolzenhebel. Können wir doch eigentlich mit dem Messer machen. Da helfen keine Schnitte. Ich weiß auch nicht genau, wo wir den hinstecken sollen. Jetzt sollte es gehen. Die Mechanik funktioniert noch und der Bolzenhebel zum Einrasten wurde abmontiert. Wenn der abmontiert wurde, müsste er ja wahrscheinlich irgendwo rumfliegen. Vielleicht im Pferd. Der Herr Firon wird es verstehen. Boah. Dieses Stück Fell sollte genügen. Fleisch. Der Herr Firon wird es verstehen. Lange kann es noch nicht tot sein. Dann nimm noch ein bisschen was. Tut mir leid, Pferd. Mehr brauche ich nicht. Keine Absicht. Wir haben Fell, wir haben Pferdefleisch. Das können wir nachher schießen. Wir brauchen jetzt nur noch irgendwas, damit es einrastet. Da ist aber nichts. Da ist nichts. Oder? Mechanik, Mechanik. Jetzt sollte es gehen. Nein. Wir haben das Ding enteist. Jetzt sollte es gehen. Enteist, aber haben keinen Bolzenhebel. Den brauchen wir noch. Den finden wir aber hier oben wahrscheinlich nicht. Vielleicht liegt ja hier irgendwo etwas. Nein. Wir müssten das da irgendwie vorschmeißen. Eher steche ich mir die Augen aus, als dass ich diesem Götzen opfere. Irgendetwas sagt mir, dass diese Wesen eher an Seelen interessiert sind als an Fleisch. Okay, können wir das vielleicht anzünden? Weiter, ich darf jetzt nicht an Essen denken. Das meinte Warum sollte ich? Ja, gute Frage, nächste Frage. Wir könnten mal das Fleisch vielleicht mit dem Katapult oben benutzen, vielleicht bringt das ja was. Wobei. Nee. Es ist blöd. Was haben wir denn hier nochmal? Also wir haben das Katapult, wir haben die Opferstiere, wir haben die Rabenstatue. Die Statue besteht aus Eis. Die Kreaturen müssen sie mit ihrer Magie geformt haben. Wenn die aus Eis besteht, müssten wir sie doch eigentlich zerstören können, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber wir probieren es einfach mal. Das hier ist für dich, Rabe. So, und derzeit haben wir genügend Luft, um zum Katapult zu kommen. Warum wird diese Schlacht in kein... Dann schnappen wir uns mal diesen Bolzen, vielleicht liegt der ja was. Den Hebel. Bei meinem kleinen Katapult wird mit so einem Hebel die Mechanik blockiert und dann das Katapult ausgelöst. Okay, mitgenommen. Noch was? Für die Verteidiger muss es ein aussichtsloses Gefecht gewesen sein. Nein, es gibt also nichts noch, gibt nichts weiter. Dann gehen wir nach oben, bauen dieses Teil ein und versuchen die Leute zu, ja, versenken. Hebel, Mechanik. Der Hebel gehört hier an das Zahnrad. Das Katapult ist nicht geladen. Wie auch. Die Schlinge fehlt. Die Schlinge fehlt? Achso, die da. Leider fehlt die Schlinge. Die Schlinge. Vielleicht können wir das Artefakt benutzen. Warum sollte ich? Warum denn nicht? Können wir die vielleicht wieder herstellen? Besser nicht. Nein. Wir haben keine Schlinge. Wir können... Geht es vielleicht mit dem Pferdefell? Für einen Schuss muss das reichen. Das war nicht schlecht. Jetzt legen wir das Geschoss rein. Und Feuer. Das wollte ich schon immer mal machen. Yippie. Das macht bestimmt Spaß. Dann gehen wir mal nach unten. Und schauen mal, was wir angerichtet haben.
Lauf, Geron, lauf! Sie ist eingekracht, aber richtig schön. So, dann vielleicht der gefällte Ritter. Dir wird niemand mehr opfern, Seher. Nein, okay. Hier ist auch nichts weiter. Ach nee, hier noch ein zerbrochener Opferpfahl. Dir wird niemand mehr opfern. Den können wir mitnehmen. Und das war's dann auch. Dann gehen wir mal in die Hülle. Da hinten ist die Harfe. Aber was es hier mit auf sich hat und ob wir Nuri befreien werden oder nicht, das seht ihr dann in der nächsten Folge und den weiteren darauf. Ja, bis dahin. Tschüss.